Lucio Dupuy wurde am 5. Juli 2016 in General Pico, einer Stadt in der Provinz La Pampa, Argentinien, geboren. Seine Eltern sind Christian Dupuy und Magdalena Esposito Valenti. Ursprünglich lebten sie in der oben genannten Provinz La Pampa, mussten aber später in die Provinz Buenos Aires umziehen. Der Grund für den Umzug war vor allem ein Jobangebot, das der Vater des Jungen erhalten hatte. In den ersten 1,5 Jahren von Lucios Leben blieben Christian und Magdalena zusammen, obwohl sie einige Schwierigkeiten in ihrer Beziehung hatten. Generell war ihr Zusammenleben immer kompliziert und beide Eltern wussten, dass sie sich in Zukunft wahrscheinlich trennen würden. Genau das passierte 2018. Lucios Mutter kehrte daraufhin in ihre Heimatstadt General Pico zurück. Sie erhielt das Sorgerecht für ihren Sohn und erfüllte verschiedene mütterliche Aufgaben, so gut sie konnte. Lucio selbst besuchte häufig seine Verwandten väterlicherseits. Die Verwandten des Jungen hatten anfangs Verständnis für die Situation. Sie wussten sehr wohl, dass viele Kinder in armen Familien aufwuchsen und doch wuchsen sie in der Regel wie normale Menschen auf. Aber nach einer Weile fingen sie an, die Lebensumstände als störend zu empfinden. Vielleicht aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen. Der Onkel des Jungen, ein Mann namens Maximiliano Dupuy, äußerte daraufhin die Absicht, seinem Neffen die Fürsorge und das Gefühl einer normalen, vollständigen Familie zu geben, die dem kleinen Jungen seiner Meinung nach fehlten. Natürlich hatte Maximiliano alles vorher mit seiner Frau Leticia Noemi Hidalgo besprochen und wie zu erwarten war, war sie einverstanden. Außerdem hatten sie zu diesem Zeitpunkt noch keine eigenen Kinder und wollten sich nicht mit deren Betreuung belasten. So wandten sie sich im September 2018 an Magdalena, die Mutter von Lucio, mit der Bitte, den Jungen bei sich aufzunehmen. Es ist anzumerken, dass sie den Vorschlag zunächst kategorisch ablehnte, was verständlich war, da eine solche Bitte sehr ungewöhnlich erscheinen konnte. Nachdem sie jedoch ernsthaft darüber nachgedacht hatte, willigte sie kurze Zeit später ein. Welche Überlegungen sie zu dieser Entscheidung geführt haben, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Am 27. November 2018 nahm sie selbst Kontakt zu Maximiliano und seiner Frau auf und bat sie, das Kind abzuholen. Einige Tage später setzten sich Lucios Mutter und sein Onkel mit der für die Regelung des Sorgerechts für Minderjährige zuständigen Behörde in Verbindung. Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, konnte das Kind in ein neues Heim umziehen. Das gab ihm Hoffnung auf ein neues Leben. Außerdem bekam der Junge sofort ein eigenes Zimmer. Das hatte er sich vorher nie erträumt. Das Wichtigste für Lucio war die Liebe und Fürsorge seiner neuen Betreuer. Das Leben mit seinem Onkel und seiner Tante machte das Kind sehr glücklich. Eine weitere Veränderung war der häufige Kontakt zu seinen anderen Verwandten, den Großeltern väterlicherseits. Ich muss sagen, dass sie ihn von ganzem Herzen liebten und gerne Zeit mit ihm verbrachten. Man könnte meinen, dass der Junge seinen Vater nie sah, aber nein, auch Christian besuchte seinen Sohn so oft er konnte. Mit seiner Mutter kommunizierte Magdalena ausschließlich über eine Videoverbindung. Das lag vor allem daran, dass sie nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügte und einfach nicht von einer Stadt in die andere reisen konnte. Nach einiger Zeit meldete sich Magdalena wie üblich beim Onkel und bei der Tante ihres Sohnes und teilte ihnen mit, dass sie auf eine längere Rucksacktour gehen werde. Das soll im Februar 2019 gewesen sein, als die zuvor vereinbarte Vormundschaft für den Jungen auslief. Wohlgemerkt nicht auf Lebenszeit, sondern befristet. Die Verwandten fragten sich, wie sie diese Dokumente in Abwesenheit von Lucios Mutter verlängern könnten. Im Allgemeinen waren ihre Absichten nicht kriminell, da Magdalena selbst nicht den Wunsch geäußert hatte, das Kind mitzunehmen. Das Fehlen gültiger Dokumente brachte jedoch einige Schwierigkeiten mit sich. Außerdem hatten die Erziehungsberechtigten den Jungen bereits im Kindergarten angemeldet und das Personal des Kindergartens warnte sie, dass die leibliche Mutter des Jungen ihn jederzeit einfach mitnehmen könne und sie sie nicht daran hindern könnten. Zumindest, wenn sie es wirklich wolle. Nachdem das Ehepaar diese Aussagen des Kindergartenpersonals gehört hatte, begannen sie zu überlegen, wie sie mit der Situation umgehen sollten.
Obwohl sie die Vormundschaft in Abwesenheit der Mutter des Jungen verlängern wollten, wollten sie auf keinen Fall die Kommunikation mit ihr unterbinden. Das lag einfach nicht in ihrer Absicht. Sie wollten lediglich sein Wohlergehen und seine Stabilität sicherstellen. Aus diesem Grund beantragen sie beim Familienrichter, ihnen das ständige Sorgerecht für Lucio zu übertragen. Im August 2019 übertrug der Richter dem Onkel und der Tante des Kindes das ständige Sorgerecht. Mit diesem Status fühlte sich die neue Familie des Jungen mit viel mehr Rechten ausgestattet. Parallel zu diesem Prozess bereiteten sich Maximiliano und Letizia auf die Geburt ihrer eigenen Kinder vor. Es stellte sich heraus, dass sie Zwillinge erwarteten. Das hinderte sie jedoch nicht daran, Lucio weiterhin als ihr eigenes und liebstes Kind zu betrachten. Es war auch klar, dass sie Maßnahmen ergriffen, um ihn zu schützen. Im März 2020, fast zeitgleich mit der Geburt der Zwillinge, erhielten Maximiliano und Letizia eine Nachricht von Magdalena. Sie war anscheinend gerade von ihrer Reise zurückgekehrt und verlangte, dass sie ihren Sohn zu ihr zurückbrächten. Der Adoptivvater des Jungen erklärte ihr lachend, dass dies unmöglich sei, da die Verantwortung für die Pflege und die Erziehung des Jungen bereits auf ihren Schultern laste. Er machte ihr auch freundlich klar, dass sie ihn weiterhin besuchen könne, wann immer sie wolle. Von diesem Moment an begann ein weiterer Rechtsstreit, der nicht nur juristische Folgen hatte, sondern auch das familiäre Umfeld stark belastete. Letztendlich war es Lucios Wohlbefinden, was darunter litt. Magdalena beeilte sich, einen Anwalt aus La Pampa zu finden, der sie vor dem Familiengericht vertrat. In diesem Gerichtsverfahren verwies die leibliche Mutter des Jungen vor allem auf die Veränderung ihrer sozioökonomischen Situation. Mit anderen Worten, sie betonte, dass sie in der Lage sei, ihrem Sohn ein normales Leben zu ermöglichen. Nach ihren Angaben lebte sie zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Freundin in einer geräumigen Mietwohnung in der Stadt Santa Rosa. Außerdem hatte sie eine Bäckerei eröffnet. In diesem Zusammenhang äußerte sie den starken Wunsch, das Sorgerecht für ihren Sohn wiederzuerlangen. Die Frau, die Magdalena meinte, war übrigens Abigail Baez. Lucios Mutter und Abigail lernten sich 2018 kennen. Gemeinsam hatten sie eine Wanderung durch Córdoba gemacht und sind dann nach Santa Rosa gezogen. Magdalena hat das Recht auf ihren Sohn übrigens nicht nur juristisch eingefordert, sondern auch in Gesprächen mit ihrem ehemaligen Mitbewohner und dem Vater des Jungen. Christian selbst beteuerte, dass er den Kindesunterhalt immer treu bezahlt habe. Tatsächlich versuchten Magdalena und er nicht, die Tatsache zu bestreiten. Der junge Mann erinnerte auch, dass die Frau ihrerseits die Dokumente zur Übertragung des Sorgerechts für das Kind unterschrieben habe. Seiner Meinung nach würde eine weitere Veränderung im Leben des Jungen dazu führen, dass sein Leben wieder instabil würde. Mit diesen Worten wollte er Magdalena in keiner Weise beleidigen oder verletzen. Im Gegenteil, er versuchte, an ihren gesunden Menschenverstand zu appellieren, aber all diese Argumente irritierten sie nur. Christian hingegen versuchte nur, die rationale Seite der Angelegenheit zu betonen. Er glaubte, seiner Ex-Freundin erklären zu können, dass sie eine Reihe von Bedingungen erfüllen müsse, um das Sorgerecht für ihren Sohn zurückzubekommen. Im Grunde wollte der Vater des Jungen nur eine Botschaft vermitteln. Lucio wird es besser gehen, wenn er bei seinem Onkel und seiner Tante bleibt. Doch Magdalena ließ sich auf kein Argument ein. Sie kümmerte sich grundsätzlich nicht um die Meinung anderer, zumindest nicht in der Sache. Sie beharrte darauf, dass sie schlicht und weg verpflichtet seien, ihren Sohn zurückzugeben. In der Zwischenzeit sollte die erste Anhörung stattfinden, bei der die Parteien versuchen könnten, eine Einigung zu erzielen. Sie war ursprünglich für den 13. März 2020 angesetzt. Lucios Tante, sein Vormund, konnte nicht an der Anhörung teilnehmen, da sie vor kurzem Mutter geworden war. Sie unterzeichnete jedoch alle offiziellen Dokumente im Zusammenhang mit der Vormundschaft. Aus diesem Grund wurde die Anhörung auf den 1. Juli desselben Jahres verschoben. Es sei daran erinnert, dass während dieser Zeit weltweit verschiedene Quarantänebeschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie verhängt wurden. Das Justizsystem konnte einfach nicht im gewohnten Rhythmus arbeiten. Etwa zur gleichen Zeit begannen die Drohungen und Schikanen gegen Maximiliano und seine Frau Magdalena.
Eine der vielleicht belastendsten Situationen ereignete sich am 31. Mai 2020, als die Mutter von Lucio bei der Polizei Anzeige erstattete und behauptete, dass ihr Sohn regelmäßig psychischen und physischen Angriffen durch seine Erziehungsberechtigten ausgesetzt sei. Zu diesem Schluss sei sie gekommen, weil sie am Körper ihres Sohnes mehrere blaue Flecken festgestellt habe. Als die Polizei mit einer solchen Anschuldigung konfrontiert wurde, musste sie den Jungen einfach seiner Tante und seinem Onkel wegnehmen und ihn seiner leiblichen Mutter übergeben. In diesem Fall war das Vorgehen der Polizei gesetzlich vorgeschrieben. In der Folge lebte Lucio bei seiner Mutter und deren Freundin. Einige Zeit nach diesem Vorfall schaltete sich die Justiz erneut ein. Am 28. August desselben Jahres fand eine weitere Anhörung statt, um den Konflikt zwischen den Parteien zu lösen. Das Dokument wurde von beiden Parteien unterzeichnet. Nach Aussagen von Personen, die mit der Situation vertraut sind, mussten die ehemaligen Vormünder des Jungen einfach unterschreiben, weil sie keine Möglichkeit hatten, Lucio bei sich zu behalten. Außerdem hätten sie vor nicht allzu langer Zeit selbst Kinder bekommen und der ständige Konflikt sei für sie nicht hilfreich gewesen. Es war eine sehr lange und angespannte Situation, unter der alle litten, vor allem die Kinder. Außerdem hatte Maximiliano Angst, hinter Gittern zu landen. Es schien, als hätten die Strafverfolgungsbehörden einfach keinen Grund, ihn zu verhaften. Trotzdem drohte Magdalena immer wieder damit, ihn ins Gefängnis zu bringen. Schließlich erhielten die Mutter des Jungen und ihre Freundin Abigail das Sorgerecht für das Kind. Damit war Lucios Schicksal besiegelt. Der Vater des Jungen, Christian, konnte seinen Sohn seitdem nicht mehr sehen und kommunizierte nur noch über eine Videoverbindung mit ihm. Noch schlimmer erging es den Großeltern väterlicherseits. Auch sie konnten mit dem Jungen per Videoverbindung kommunizieren, aber im Gegensatz zum Vater des Kindes mussten sie Magdalena für jeden Anruf 3000 Pesos bezahlen. Damit haben wir ein weiteres Beispiel für das manipulative Verhalten dieser Frau. Obwohl die Rückgabe des Kindes an seine Mutter abgeschlossen war, wurde das idyllische Szenario, das sie selbst versprochen hatte, nie Wirklichkeit. Während der 3 Monate, die er mit Magdalena verbrachte, suchte Lucio nicht weniger als 5-mal verschiedene medizinische Zentren auf. Dabei ging es nicht um jahreszeitlich bedingte Krankheiten oder andere Bagatellen. Jedes Mal handelte es sich um verschiedene Verletzungen, die eher nach Schlägen aussahen als nach blauen Flecken, die sich Kinder beim Spielen zuziehen. Bemerkenswert ist jedoch, dass das medizinische Personal es in keinem dieser Fälle für angebracht hielt, die Polizei einzuschalten und den offensichtlichen Tatbestand der Kindermisshandlung anzuzeigen. Dieser Umstand beeinflusste zum Teil auch das Schicksal des Kindes. Kurz darauf wurde Lucio zum ersten Mal ins Krankenhaus eingeliefert, da er eine schwere Verletzung an der oberen Extremität erlitten hatte. In Anbetracht des Alters des Kindes schienen fast alle Verletzungen schwerwiegend zu sein. Einige Tage später stellte sich bei einer genaueren Untersuchung heraus, dass er sich das Handgelenk und die Hand gebrochen hatte. Im Januar 2021 wurde in einem medizinischen Zentrum der Stadt eine weitere Verletzung der oberen Extremitäten diagnostiziert. Diese Einrichtungen boten in der Regel eine Notfallversorgung für Verletzungen an, die dringend behandelt werden mussten. Dieser Umstand könnte bis zu einem gewissen Grad Aufschluss über die Art der Verletzung selbst geben. Im Februar desselben Jahres wurde Lucio erneut ins Krankenhaus eingeliefert, diesmal wegen einer Verletzung am Oberkörper. Später wurde im selben medizinischen Zentrum eine Deformierung der Zehen diagnostiziert, die offenbar auf eine Sehnenverletzung und den Bruch mehrerer Zehenknochen zurückzuführen war. Das alles klingt sicher erschreckend, aber das Schlimmste kam erst später im November 2021. Am Freitag, dem 26. November 2021, musste Magdalena gegen 19 Uhr zur Arbeit. Ihre Freundin wollte sie auf ihrem Motorrad mitnehmen. Alles in allem war da nichts Ungewöhnliches. Nach einer Weile, gegen 10:30 Uhr abends, kam Abigail mit Lucio auf den Schultern aus der Wohnung gerannt. Das Kind war zu diesem Zeitpunkt bewusstlos und gab kein Lebenszeichen von sich. Ich nehme an, Sie wissen, dass dieser Zustand durch eine Reihe schwerer Verletzungen verursacht wurde. Einige Minuten später ging sie in die Notaufnahme, die jedoch aus unerfindlichen Gründen geschlossen war. Der Zufall wollte es, dass ein Mann, der trotz der Dunkelheit vorbeikam, den kritischen Zustand des Kindes bemerkte.
Er hielt sein Fahrzeug an und bestand darauf, sie ins Krankenhaus zu bringen. Als sie in der nächsten Notaufnahme ankamen, atmete Lucio nicht mehr. Der diensthabende Arzt bestätigte dies und erklärte ihn für tot. Nachdem der Tod des Kindes offiziell festgestellt worden war, fuhr Abigail los, um seine Mutter abzuholen. Gemeinsam kehrten sie ins Krankenhaus zurück. Auf dem Weg in die Notaufnahme hatten die Frauen offenbar ihre eigene Version davon, was genau mit dem Jungen passiert war. Schließlich logen sie die Ärzte an und sagten, sie seien Opfer eines Angriffs durch unbekannte Männer geworden. Die Täter hätten dem Kind absichtlich größtmöglichen Schaden zugefügt. Angesichts der Ungereimtheiten, der schieren Absurdität dieser Version und der sichtbaren Verletzungen am Körper des Jungen schaltete das Krankenhauspersonal die Provinzpolizei ein. Daraufhin wurden Magdalena und ihre Freundin verhaftet. Später versuchten mehrere Polizeibeamte, die Damen auf der Polizeistation zu befragen, aber keine von ihnen nahm Kontakt auf und zog es vor, zu schweigen. Kurioserweise brachte der diensthabende Beamte sie in getrennten, aber benachbarten Zellen unter, sodass sie ungehindert miteinander kommunizieren konnten. Diese Tatsache sorgte später für große öffentliche Empörung. Am nächsten Tag wurde die Wohnung, in der die Frauen und das Kind lebten, durchsucht. Bei den Festgenommenen wurden verschiedene persönliche Gegenstände und Mobiltelefone beschlagnahmt. Die Ermittlungen in diesem Fall verliefen insgesamt recht zügig und wurden bald an die Staatsanwaltschaft übergeben. Daraufhin wurde Abigail vorläufig des einfachen Mordes und Lucios Mutter des schweren Mordes angeklagt. Einige Tage später beschlossen die örtlichen Behörden, die Ergebnisse der Autopsie des toten Jungen zu veröffentlichen. Nach der Veröffentlichung verbreiteten sich die Details wie ein Lauffeuer. Der Gerichtsmediziner Juan Carlos Toulouse berichtete, dass Lucio an verschiedenen Verletzungen starb, die zu inneren Blutungen führten. Das Opfer schien schweren und vor allem regelmäßigen Schlägen ausgesetzt gewesen zu sein, die mit Folter vergleichbar waren. Er wies verschiedene Verletzungen am Körper auf, wie gebrochene Knochen und Risse in der Epidermis. Einige davon stammten von früheren Übergriffen gegen ihn und waren bereits verheilt. Obwohl selbst diese geringfügigen Daten schrecklich klangen, waren die schrecklichsten Details noch nicht bekannt. So gab es nach Ansicht einiger Experten verschiedene Spuren am Körper des Jungen, die auf ein Sexualdelikt hindeuten könnten. Am 29. November 2021 wurde Lucios Leichnam der Erde übergeben. Dies geschah auf dem städtischen Friedhof seiner Heimatstadt General Pico. Seine Familie und Freunde, die alles getan hatten, um ihm ein glückliches Leben zu ermöglichen, konnten sich von ihm verabschieden. Es waren vor allem Verwandte aus der Linie seines Vaters. Christian selbst kam zur Beerdigung seines Sohnes und trug ein weißes T-Shirt mit dem Bild von Lucio. Die meisten der Anwesenden waren still, mit Tränen in den Augen und sichtbar erschüttert von diesem tragischen Ereignis. Wenige Minuten vor der Beerdigung stieß die Großmutter des verstorbenen Jungen einen wütenden Schrei aus, als frage sie den Allmächtigen, warum seine Mutter ihm das angetan habe. Ich weiß nicht, ob es eine Antwort auf diese Frage gab. Lucios Großmutter war übrigens einer der ersten, die die Anzeichen des Missbrauchs durch seine Mutter und deren Mitbewohnerin erkannte. Eines Tages konnte der Junge ihr erzählen, dass Abigail ihn immer wieder geschlagen hatte. Offenbar glaubte die Frau, dass Magdalena dem ein Ende setzen könnte. Zumindest bat sie sie, sich um die Situation zu kümmern. Diese tat es nicht nur nicht, sondern verbot ihrem Sohn auch, mit seiner Großmutter zu kommunizieren. Nach der Beerdigung veröffentlichte Lucios Vater Christian mehrere emotionale Beiträge in einem der sozialen Netzwerke. Darin wandte er sich vor allem an die argentinische Gesellschaft und das nationale Justizsystem. Tatsächlich lösten seine Beiträge ein großes Echo aus und lenkten die Aufmerksamkeit vieler Bürger auf den Fall. Der junge Mann fühlte sich nicht nur schuldig, sondern erkannte auch seine Schuld gegenüber seinem Sohn, weil er ihm nie ein normaler Vater sein konnte und vor allem nicht in der Lage war, ihn vor einem solchen Ergebnis zu schützen. Inzwischen waren die Behörden mit der Aufklärung des schrecklichen Verbrechens beschäftigt. Fast sofort wurde bekannt, dass das Kind in den letzten 3 Monaten nicht weniger als 5-mal behandelt worden war.
Diese Informationen brachten auch Tatsachen wie die Nachlässigkeit des medizinischen Personals und die Gleichgültigkeit des Personals des Kindergartens, der den Jungen betreute, ans Licht. Wie Sie sich vorstellen können, wurde weder von der einen noch von der anderen Seite eine Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden erstattet. In diesem Zusammenhang wurde eine weitere administrative Untersuchung auf Regierungsebene eingeleitet, um die Beamten zu belangen, die dieses Ergebnis hätten verhindern können. Im Laufe der Zeit wurde der Fall immer bekannter. Verschiedene Nachrichtenagenturen berichteten aktiv über Details und Fakten der Ermittlungen und interviewten Familienmitglieder des Vaters des Jungen. In einem dieser Interviews kam zum Beispiel die manipulative Art von Lucius Mutter zum Vorschein, die ich bereits am Rande erwähnt habe. Offenbar hatte Magdalena als Vormund des Kindes diesem nicht nur Schaden zugefügt, sondern ihm auch verboten, jemandem in seinem Umfeld davon zu erzählen. Aus diesem Grund verhielt sich das Kind bei seinen kurzen Begegnungen mit den Verwandten väterlicherseits oft seltsam oder sogar zurückgezogen. Vielleicht hatte er Angst, dass man ihn nach irgendwelchen Traumata an seinem Körper fragen würde oder er die Wahrheit einfach nicht verbergen könnte. Mit anderen Worten, er war ständig von einem Gefühl der Angst begleitet, dass das einst fröhliche und aufgeschlossene Kind still und schweigsam werden ließ. Es ist erwähnenswert, dass Lucius' Verwandte väterlicherseits nicht die einzigen Personen waren, die auf die eine oder andere Weise mit der Presse in Kontakt standen. So gab unter anderem Abigails Mutter Susanna, eine Bewohnerin des Viertels Botalo in Santa Rosa, eine Reihe von öffentlichen Erklärungen ab. Sie beklagte sich vor allem über die Veränderungen, die der Albtraum in ihrem Leben bewirkt hatte. Ihr zufolge hatte sie viele Probleme mit den Medien und ihren Nachbarn. Letztere wiederum zeigten starke Ressentiments ihr gegenüber. Und was wollte sie? Die Frau selbst sagte in einem Auftritt bei einem lokalen Radiosender, dass ihr Leben seit Bekanntwerden der Einzelheiten des Verbrechens zu einem wahren Tollhaus geworden sei. Sie versuchte sich damit zu rechtfertigen, dass es kurz vor dem Vorfall einen heftigen Konflikt zwischen ihr und ihrer Tochter über das Schicksal des kleinen Lucio gegeben habe. Angeblich habe die Frau im Rahmen dieses Streits den Wunsch geäußert, den kleinen Jungen in ihre Obhut zu nehmen. Sie begründete ihre Absicht vor allem damit, dass sie erkannte, dass das Kind weder seine Mutter noch Abigail brauchte. Sie sagte, dass der Junge jedes Wochenende bei ihr schlief und dies mit echter Freude tat. Sie gestand auch, dass sie mehrmals miterlebt hatte, wie hart Lucius' Mutter mit ihm umging. Eines Tages sei sie mit ihrer Geduld am Ende gewesen und habe Magdalena in einer Art Ultimatum gesagt, dass sie Aggressionen gegenüber dem Kind nicht dulden würde, zumindest nicht in ihrem Haus. Solche Äußerungen verschlimmerten die ohnehin schon schwierige Beziehung zwischen ihr und Lucius' Mutter. Seitdem ist der Junge nie wieder bei ihr zu Hause gewesen. Gleichzeitig hat sich Susanna aus unerfindlichen Gründen nie bei den Vormundschaftsbehörden oder der Polizei gemeldet. Damit ist sie eindeutig in alles verwickelt, was mit dem kleinen Lucio geschehen ist. Im Allgemeinen leugnete sie nicht, dass sie sich schuldig fühlte, dem Ganzen kein Ende gesetzt zu haben. Schließlich gab sie ihrer eigenen Tochter die Schuld und wies darauf hin, dass sie diejenige war, die Magdalena manipuliert hatte. Ihrer Meinung nach hätten beide für ihre Taten lange Haftstrafen verdient. Als der Fall öffentlich wurde, tauchten in der Presse Berichte auf, die Abigail zuvor auf ihrem Social-Media-Profil gepostet hatte. In einer Reihe von Posts drückte sie ihren Unmut darüber aus, dass sie mit dem Sohn ihrer Liebhaberin zusammenleben musste, der ihrer Beziehung nur im Weg stand. All dies zeigte, dass Lucius Anwesenheit ihr das Leben nur noch schwerer machte. Ein immer wiederkehrendes Thema in ihren Botschaften war, wie sehr das Kind ihre intimen Angelegenheiten mit Magdalena beeinträchtigte. Sie sagte, dass sie und Lucio ständig nach Orten suchten, wo sie mit ihm alleine sein konnten. In einer ihrer ausdrucksstärksten Botschaften vertrat sie auch die Ansicht, dass die Menschen einfach keine Kinder haben sollten, weil sie nur Elend in die Welt brächten. Später, am 17. Februar 2022, erweiterte die Staatsanwaltschaft der Provinz La Pampa die Anklage gegen Lucius' Mutter und ihrer Lebensgefährtin. Beide wurden nun des schweren Mordes angeklagt. Außerdem wurde die Einstufung von Magdalenas Verbrechen in Mord mit besonderer Grausamkeit und Vorsatz geändert. Bemerkenswert ist, dass die Täter zu diesem Zeitpunkt noch nicht wegen des sexuellen Übergriffs aus Lucio angeklagt waren.
Im Juni desselben Jahres verwies das Gericht von La Pampa den Fall zur mündlichen Verhandlung in öffentlicher Sitzung. Zu diesem Zeitpunkt hatte noch keiner der beiden Täter vollständig ausgesagt. Die mit dem Fall betrauten Staatsanwälte erklärten der Öffentlichkeit jedoch schnell, dass sie über genügend eindeutige Beweise verfügten, um die Schuld der beiden zu beweisen. Darüber hinaus behaupteten sie, über mehr als 50 Zeugenaussagen zu verfügen, die die Anschuldigungen gegen sie bestätigten. Während der Gerichtsverhandlung erklärte die Partei, die Lucius' Verwandte väterlicherseits vertrat, dass die Angeklagten sich selbst als Feministinnen bezeichneten. Als Reaktion auf diese Aussage wurden Stimmen laut, die der gesamten feministischen Bewegung vorwarfen, die Augen vor dem Verbrechen zu verschließen. Ein solcher Vorwurf mag weit hergeholt erscheinen, wurde aber dennoch erhoben. Offenbar versuchten die Anwälte der Familie klarzumachen, dass die beiden Männer einfach hassten, unabhängig von Alter und Verwandtschaftsgrad. Gleichzeitig wurden nicht nur die Angeklagten selbst auf gesellschaftlicher Ebene kategorisch verurteilt. Auch Vertreter ihrer eigenen Familien äußerten sich offen zu den Vorwürfen. So erklärte einer von Magdalenas Brüdern, er habe sie für immer aus seinem Leben gestrichen. Nach dem Verbrechen, das sie begangen habe, wolle er keinen Kontakt mehr zu seiner Schwester haben. Ihre Mutter sah die Situation offenbar etwas anders. Sie war praktisch die einzige Person, die sie während der Haft im Gefängnis besuchte. Fast ein Jahr nach der Tat, am 10. November 2022, begannen in der Stadt Santa Rosa die geplanten Anhörungen, diesmal allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dies lag vor allem daran, dass es sich bei dem Opfer um ein minderjähriges Kind handelte. Außerdem ging es in der neuen Debatte auch um die Verletzung der sexuellen Integrität von Lucio durch eine Gruppe von Personen. All dies wurde mit den früheren Vorwürfen verknüpft. Während der Verhandlung wurden verschiedene und vor allem unwiderlegbare Argumente gegen die Identität der Angeklagten vorgebracht. Eines der wichtigsten Beweismittel waren beispielsweise zahlreiche Textnachrichten und Telefongespräche zwischen den Mitbewohnern, in denen sie unter anderem über die Quälereien sprachen, denen der Junge ausgesetzt war. Die detaillierten Abschriften dieser Gespräche waren mindestens 14 Seiten lang. Aus den Berichten zwischen Magdalena und Abigail ging hervor, dass sie das Kind über lange Zeiträume hinweg nicht fütterten und es zwangen, stundenlang draußen zu bleiben, unabhängig von der Tageszeit. Sie schlugen ihn gnadenlos, vor allem wenn sie der Meinung waren, dass Lucio sich unangemessen verhielt und launisch war. Gleichzeitig tadelten sie ihn jedes Mal wegen irgendeines Vergehens, das den meisten normalen Menschen alltäglich erscheinen würde. Sie beschuldigten ihn, sie mit Kleinigkeiten zu belästigen, Aufmerksamkeit zu fordern und sich in ihr Privatleben einzumischen. Einige der befragten Zeugen, die Mütter der Freunde des Jungen, sagten, dass sie einmal über die Menge des Essens, das das Kind zu sich nahm, erstaunt waren. Dies geschah während des Besuchs von Lucio bei einem Geburtstagsessen eines anderen Kindes. Nach Angaben der Frauen aß Lucio so viel, dass er sofort Magenprobleme bekam. Daraus lässt sich schließen, dass der Junge in einem sehr hungrigen Zustand war. Als er nach Hause kam, musste er sich Berichten zufolge mehrmals übergeben. Wie Sie sich denken können, führte diese Situation zu einem weiteren Angriff. Die folgenden Beispiele zeigen eine Reihe von Textnachrichten, die zwischen den Angeklagten zwischen Februar und November 2021 ausgetauscht wurden. In einer SMS vom 12. Februar heißt es, Lucio sei von einem Baum gefallen und habe sich den Kopf schwer angeschlagen. Der Mutter des Kindes ist der Vorfall ziemlich gleichgültig. Das Einzige, was sie wirklich beunruhigt, ist, dass der Junge irgendwie auf der Straße gelandet ist. 20. Februar. Magdalena und Abigail unterhalten sich über Lucios Anwesenheit in ihrem Leben. Sie sind der Meinung, dass sich seine Anwesenheit negativ auf ihre Beziehung ausgewirkt hat. Sie könnten nicht mehr so viel Zeit alleine verbringen wie früher. Abigail sagte, dass sie das sehr beunruhige und sie die Situation gerne ändern würde. Magdalena sagte, dass sie das verstehe. Dann sprachen sie über die Schläge, die das Kind bekommen hatte, weil es in die Hose gepinkelt hatte. Sie meinten, sie hätten jedes Recht, das Kind so zu erziehen, wie sie es wollten. Mit Erziehung meinten sie in der Regel Übergriffe. 21. Februar. Abigail verlangte in ihrer typischen Art von Magdalena, das Kind zu seinem Vater zurückzubringen.
Sie gibt zu, dass sie Lucio wieder geschlagen hat. Sie habe es getan, weil er Rotz hatte. Die Mutter des Kindes schrieb ihr, dass es normal sei, dass Kinder Rotz hätten, aber Abigail schien mit diesem Argument nicht einverstanden zu sein. 3. März. Magdalena versprach erneut, das Kind zum Vater zu schicken. Nach eigenen Angaben war sie mit ihrer Geduld am Ende. Sie sei unkontrollierbar geworden. Sie wollte ihren Sohn nicht mehr bei sich haben. Sie sagte sogar, dass sie ihn praktisch hasse. 11. August. Abigail schrieb eine SMS an Magdalena, die anscheinend bei der Arbeit war. Sie berichtete, dass sie Lucio vor die Tür schicken wolle, um mit ihr allein zu sein, wenn sie nach Hause käme. Sie sagte, sie könne ihn nicht mehr sehen, weil seine Anwesenheit sie aus dem Gleichgewicht bringe. Sie bemerkte auch, dass sie den Jungen wieder geschlagen hatte und dass sein Hinterkopf etwas geschwollen war. Sie sagte, sie habe ihn mehrere Stunden lang in einem Zimmer eingeschlossen und als sie nach ihm sehen wollte, habe er übel gerochen. Offenbar musste das Kind, während es eingesperrt war, in seinem eigenen Zimmer auf die Toilette. 17. August. Abigail erzählte Magdalena, dass sie Lucio am Morgen geweckt habe, indem sie einen Eimer kaltes Wasser über ihn geschüttet habe. Sie sagte, sie habe das tun müssen, weil das Kind sehr tief geschlafen und nicht auf ihre Worte reagiert habe. Sie schien dies als persönliche Beleidigung zu empfinden. Daraufhin schlug sie das Kind mehrmals und gab ihm eine Reihe von Ohrfeigen. Unter anderem hielt sie ihm eine Erziehungspredigt, in der sie erklärte, dass es unhöflich sei, weiter zu schlafen, nachdem man geweckt wurde. Solche Äußerungen lassen darauf schließen, dass Abigail nicht ganz gesund war. 30. September. Abigail schreibt wieder an Lucios Mutter. Sie beklagt sich wie immer über ihn und sagt, dass er sich ständig beim Frühstück verschluckt. Oder besser gesagt, er tut so, als ob er sich verschluckt. Sie meint, dass er so ihre Aufmerksamkeit erregt. Sie sagte ihm, er solle damit aufhören, aber er gehorchte nicht und hustete weiter, wie es ihr schien. Das machte sie wütend und sie ohrfeigte ihn mehrmals. Dann erklärte sie Magdalena, dass sie immer die Drecksarbeit machen müsse. Mit Drecksarbeit meinte sie wahrscheinlich das Verprügeln des Jungen. Unter anderem bezeichnete sie sich selbst als die Böse. 6. Oktober. Diesmal schrieb Magdalena eine ziemlich merkwürdige Nachricht an ihre Mitbewohnerin. Offenbar hatte sie den Jungen wieder geschlagen und an seinen Beinen waren verschiedene Wunden entstanden. Abigail antwortete auf diese Nachricht und schlug vor, Lucios Beine einzucremen. Aus dem Kontext der Nachrichten ging hervor, dass die Mutter des Jungen nicht wegen der Verletzungen selbst besorgt war, sondern weil die Kindergärtnerinnen sie sehen könnten. Sie befürchtete lediglich, dass Lucio die Wahrheit sagen würde, wenn er nach der Ursache der Verletzungen gefragt würde. 12. Oktober. Magdalena schreibt eine Antwort auf die Nachricht ihrer Mitbewohnerin. Sie gibt ihr die Erlaubnis, mit dem Kind zu tun, was sie für nötig hält. Abigail wiederum erklärte, das verdammte Kind habe sie dazu gebracht, noch mehr zu rauchen. Am selben Tag teilte Magdalena ihr erneut mit, dass sie ihren Sohn zu seinem Vater schicken wolle. 14. Oktober. Abigail erzählt Magdalena, dass sie Lucio nicht in den Kindergarten bringen möchte. Sie meinte, es wäre besser, wenn er den ganzen Tag in seinem Zimmer eingesperrt bliebe. Dann diskutierten sie noch eine Weile darüber, wie schmutzig der Junge aus dem Kindergarten kam. Sie waren sich einig, dass sie alles tun würden, damit es dem Kind gut geht. Sie kauften ihm Kleidung, die er nicht mochte und noch am selben Tag schmutzig machte. Daraus schlossen sie auf seine intellektuellen Fähigkeiten und nannten ihn einen Idioten. Aufgrund dieser Korrespondenz teilte Abigail ihrer Liebhaberin mit, dass sie Lucio bis zum Äußersten schlagen wolle. Wie man sich vorstellen kann, versuchte die Mutter des Jungen nicht einmal, sie davon abzuhalten. 16. Oktober. Abigail erzählt Magdalena von der Unfähigkeit ihres Sohnes zu stehen. Außerdem wisse sie nicht, wie sie die vielen blauen Flecken in seinem Gesicht verbergen solle. Magdalena schlug lediglich vor, ihn einzucremen, ohne nach der Ursache der Verletzungen zu fragen. Erwähnenswert ist, dass Lucio in dieser Zeit kaum den Kindergarten besuchte. Dies lag vor allem an verschiedenen Verletzungen und äußeren Wunden, für die es einfach keine Entschuldigung gab. Die meiste Zeit war er in seinem Zimmer eingeschlossen. Zu seinen Verwandten väterlicherseits hatte er nur wenig Kontakt und sie waren einfach nicht in der Lage, die tatsächliche Situation zu beurteilen.
In den letzten Monaten seines Lebens verließ er nur noch selten das Haus. Gleichzeitig häuften sich die körperlichen Übergriffe, die bis zu seinem Tod fast täglich stattfanden. 21. November. Lucio hatte seit mehreren Wochen das Haus nicht mehr verlassen. An diesem Tag wachte er in einem sehr kritischen Zustand auf. Abigail beeilte sich, Magdalena mitzuteilen, dass sie über das Aussehen des Kindes erschrocken sei. Er sei ungewöhnlich blass gewesen und unter seinen Augen hätten sich dunkle Ringe gebildet. Sie versuchte ihm etwas Wasser zu geben, aber er übergab sich sofort. Daraufhin schickte sie den Jungen auf die Toilette und bat ihn, sich das Gesicht zu waschen. Dort erbrach er ein zweites Mal. Am Ende war er noch schmutziger. Schließlich schlief er wieder ein. Eine der letzten Nachrichten über das Schicksal des kleinen Lucio wurde am 25. November verschickt. In dieser Nachricht fragte Magdalena Abigail bei der Arbeit nach dem Gesicht ihres Sohnes. Ihre Frage lautete ungefähr so: Wie ist sein Gesicht? Abigail antwortete auf diese Frage mit einem Satz, der, obwohl er nicht sehr ausführlich ist, die Grausamkeit zeigt, mit der sie das Kind behandelt hatten. Sie sagte, er habe im Grunde kein Gesicht mehr, ein großes Hämatom. Einer der Anwälte, der die Verwandten väterlicherseits von Lucio vertritt, gab später eine Stellungnahme zu den Gesprächsprotokollen der Angeklagten ab. Dies geschah zunächst im Rahmen eines Gesprächs mit Journalisten einer Nachrichtenagentur. Seiner Meinung nach war das Kind von Anfang an ein Hindernis in der Beziehung zwischen Magdalena und Abigail. Sie ließen ihre Unzufriedenheit so oft wie möglich an ihm aus. Gleichzeitig tat Lucio selbst als kleiner Junge ganz banale Dinge, die jedes andere Kind auch tut. Der Mann fügte hinzu, dass das Problem darin bestehe, dass die Frauen ein unabhängiges Leben führen wollten, so dass sie den Jungen als Last betrachteten. Die Wahrheit in diesem Fall blieb ein Rätsel, so sehr wollte Magdalena das Sorgerecht für ihren Sohn zurück. Der Anwalt stellte unter anderem fest, dass es aus den veröffentlichten Gesprächen hervorging, dass Abigail Lucio in der Regel viel härter bestrafte und schlug als seine Mutter. Diese Tatsache deutete darauf hin, dass Magdalena sich nicht nur der körperlichen Gewalt gegen ihren Sohn schuldig gemacht habe, sondern auch, dass sie es anderen erlaubt habe, dies zu tun. Dies scheint eine weitaus schrecklichere Tat zu sein. Eine der schwierigsten Anhörungen in diesem Fall war die vierte. An diesem Tag sagte der forensische Sachverständige Juan Carlos Toulouse aus. Die Angeklagten weigerten sich zur Überraschung aller, an der Anhörung teilzunehmen und wurden auf Antrag ihrer Anwälte aus dem Gerichtssaal entfernt. Offenbar schämten sie sich. Obwohl es natürlich schwer zu beurteilen ist, ob sie andere Gefühle als Selbstmitleid hatten. Ihre Abwesenheit beeinträchtigte jedoch in keiner Weise die Aussage des Sachverständigen. Im Gegenteil, sein Bericht war sehr umfangreich und erschreckend. Juan Carlos' detaillierte Schilderung, wie das Kind zu Tode kam, war eines der wichtigsten Beweismittel der Staatsanwaltschaft. So wurden zusätzlich zu den bereits bekannten Details weitere Daten über Lucios Verletzungen bekannt. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass das ohnehin schon schwache Leben des Jungen durch das Polytrauma, das er erlitten hatte, verkürzt wurde. Ein Polytrauma ist in der Regel eine schwere traumatische Einwirkung auf den Körper, die durch die gleichzeitige Schädigung von zwei oder mehr anatomischen Bereichen verursacht wird. Zu diesen Verletzungen zählen Frakturen des Oberschenkels sowie mehrere Knochen der oberen Extremitäten des Jungen. Darüber hinaus wies das Kind weitere, weniger schwere Verletzungen wie Prellungen, Bisswunden und Verbrennungen durch Zigaretten auf. Und der Sachverständige bestätigte, wie schon zuvor, dass Lucio auch körperlichen Angriffen intimer Natur ausgesetzt war. Dies hat die Menschen, die diesen Fall verfolgt haben, wirklich schockiert. In einer der nächsten Sitzungen teilte Abigails Anwalt dem Richter mit, dass ihre Mandantin beschlossen habe, auszusagen. Später geschah dies tatsächlich, aber die Frau beantwortete die meisten Fragen nicht und zog es vor zu schweigen. Während des Verhörs von Abigail im Gerichtssaal herrschte eine ziemlich angespannte Situation. Die Vertreter der Verteidigung von Magdalena waren der Meinung, dass es für ihre Mandantin besser sei, in diesem Moment nicht im Saal anwesend zu sein. Daraufhin verließ sie den Saal. Abigails Rede dauerte eine Stunde und sie begann ihre Geschichten mit den Ereignissen vom 26. November 2021. Für sie war dieser Tag der Tag, an dem sie dem fünfjährigen Lucio das Leben nahm.
Sie beschrieb zunächst, wie sie ihre Liebhaberin zur Arbeit fuhr und dann zurückkehrte, um sich um den Jungen zu kümmern. Sie gab zu, ihn mehrmals geschlagen zu haben, weil er herumgealbert und Rotz geschneuzt habe. Ein solches Verhalten des Kindes habe sie immer genervt. Dann fügte sie noch ein paar Details hinzu. Nach einer Reihe früherer Schläge auf den Jungen habe sie nicht aufgehört. Dann habe sie ihn am Arm gepackt und ihm 2 oder 3 Mal in den Bauch getreten. Alles geschah so schnell, dass sie sich nicht einmal an die genaue Anzahl der Schläge erinnern konnte. Später gab sie zu, dass sie nicht aufgehört habe, ihn zu schlagen. Ihrer Meinung nach war ihr klar, dass sie der Gesundheit des Kindes einen irreparablen Schaden zufügte. Dies hielt sie jedoch nicht davon ab. Im Gegenteil, bis zu einem gewissen Punkt empfand sie sogar ein gewisses Vergnügen daran. Erst als ihr die Kräfte ausgingen, kam sie zur Besinnung. Sie erschrak und versuchte, Abhilfe zu schaffen, aber zu diesem Zeitpunkt war Lucio bereits dem Tode geweiht. Schließlich hob Abigail ihn auf und trug ihn dann in die Dusche. Im Bad richtete sie einen kalten Wasserstrahl auf das Gesicht des Jungen. Es schien ihr, dass er noch bei Bewusstsein war und sogar versuchte zu sprechen. Aber das war wahrscheinlich nur ihre Einbildung. Vielleicht sollte man an dieser Stelle auf den Autopsiebericht von Lucius Leiche verweisen, der von weitaus schwereren Verletzungen spricht, als sie von der Angeklagten angegeben wurden. Mit ihrer Aussage vor Gericht versuchte sich die Frau also gewissermaßen zu rechtfertigen, indem sie die meisten Verletzungen, die sie dem Jungen zugefügt hatte, verschwieg. Nun zurück zu ihrer Geschichte, die mit verschiedenen Details dieser Nacht weiterging. Nachdem sie versucht hatte, Lucio mit kaltem Wasser zu wecken, sah sie, wie sein Leben dahinschwand. Dann erzählte sie, dass sie nicht wusste, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollte. Abigail weinte in diesem Teil ihrer Erzählung ständig und hatte kurze Wutausbrüche. Als sie wieder zu sich kam, erzählte sie, dass sie Lucio allein im Zimmer gelassen hatte, während sie seine Kleidung holte. Einige Minuten später habe sie ein Geräusch aus dem Zimmer des Jungen gehört. Als sie dorthin zurückkehrte, fand sie das Kind ohne Lebenszeichen auf dem Boden liegen. Es sah aus, als sei es ohnmächtig geworden und aus dem Bett gefallen. Abigail sagte, dass sie in diesem Moment noch mehr Angst hatte. Sie berührte seinen Körper mit dem Fuß, um zu sehen, ob er darauf reagieren würde. Das tat er aber nicht. Daraufhin drehte sie ihn schnell auf den Rücken. Die Frau erklärte, dass sie auf diese Weise versuchte, ihm selbst erste Hilfe zu leisten, aber es stellte sich heraus, dass sie einfach nicht wusste, wie man das macht. Abigail hielt inne, brach erneut in Tränen aus und weinte minutenlang. Nach einer kurzen Pause ging es weiter. Nach Angaben der Angeklagten nahm sie Lucio in ihre Arme und legte seinen Körper auf ihre Schultern. Als sie das Haus verließen, übergab sich das Kind. Sie gab an, dass das Erbrochene nicht typisch aussah, sondern eher wie Blut mit Galle vermischt. Sie brachte das Kind in das primäre Gesundheitszentrum, das aber, wie wir bereits wissen, geschlossen war. Nach einer Weile kamen sie doch noch ins Krankenhaus, aber dort konnte das Leben des Jungen nicht mehr gerettet werden. Damit beendete Abigail ihre Geschichte über diese schreckliche Nacht. Schließlich fügte sie noch einige Zeilen hinzu, in denen sie betonte, dass weder sie noch Magdalena die Absicht gehabt hätten, dem Kind das Leben zu nehmen. Jedes dieser Worte wurde mit unverhohlener Verachtung aufgenommen. Angesichts der Grausamkeit, mit der die beiden den Jungen behandelten, ist dies nicht verwunderlich. Es ist anzumerken, dass Abigail selbst nicht der These zustimmt, dass Missbrauch in ihrem Haus etwas Alltägliches war, zumindest was die Momente mit Lucio betrifft. Die Anwendung verschiedener körperlicher Strafen sei eine einfache Erziehungsmaßnahme gewesen und nicht mehr. Das Kind sei ständig launisch, verhalte sich trotzig und reagiere nicht auf verbale Ermahnungen. Es scheint, dass sie damit das normalste Verhalten von Kindern beschrieb. Übrigens machte sie noch eine weitere Aussage, die ziemlich überraschend klang. Es stellte sich heraus, dass sie glaubte, Lucio habe ihr verziehen, weil sie sich an seiner Stelle auch verziehen hätte. Für die Staatsanwälte war die Aussage der Angeklagten vor Gericht einfach nicht wahr. Sie waren davon überzeugt, dass Lucio viele Stunden lang geschlagen worden war, bevor die Ärzte im Krankenhaus seinen Tod feststellten. Auch Magdalena hat vor Gericht ausgesagt. Ihre Aussage dauerte 40 Minuten. Sie sagte aus, dass sie zum Zeitpunkt von Lucios Tod bei der Arbeit war.
Sie sagte, sie habe Abigail nach einem gemeinsamen Abendessen gebeten, sie zur Arbeit zu fahren, was diese auch getan habe. Aber das wissen wir bereits. Nachdem Magdalena zur Arbeit gegangen war, erfuhr sie nichts mehr über das Schicksal ihres Sohnes, bis sie Besuch von ihrer Mitbewohnerin bekam. Diese sei am späten Abend desselben Tages zu ihr gekommen. Magdalena machte sich auf den Weg zum Parkplatz, um den Grund für den unerwarteten Besuch zu erfahren. Unten angekommen, bemerkte sie sofort, dass Abigail verwirrt aussah. Sie hielt kurz inne, um ihr zu sagen, dass Lucio im Krankenhaus sei. Sie wiederholte diesen Satz noch einige Male, ohne zu erklären, was passiert war. Schließlich fuhren sie gemeinsam ins Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin hätten beide geschwiegen. Dies war jedoch schwer zu überprüfen. Am Eingang des Krankenhauses wartete ein Polizist auf die Frauen. Er wandte sich an Magdalena und teilte ihr mit, dass ihr Sohn gestorben sei. Als sie es zum ersten Mal hörte, konnte sie es nicht glauben. Sie verstand nicht, wie dies in so kurzer Zeit geschehen konnte, während sie nicht zu Hause war. Schließlich äußerte sie den Wunsch, ihren Sohn mit eigenen Augen zu sehen, und der Polizeibeamte führte sie zu der Station, in der die Leiche des toten Jungen lag. Als Magdalena die Station betrat, versuchte sie, das Kind zu wecken, aber der Arzt unterbrach sie abrupt. Er bat sie, die Arbeit der Ärzte nicht zu stören. Selbst als sie den atemlosen Körper ihres Sohnes sah, konnte sie nicht glauben, was ihr die Leute um sie herum erzählten. Sie beharrte darauf, ihren Sohn lebend gesehen zu haben, als sie das Haus verließ. Die Autopsiedaten zeigten jedoch, dass Lucio nicht mehr am Leben gewesen sein konnte, als sie zur Arbeit ging. Zumindest lag er definitiv im Sterben. Magdalena blieb jedoch bei ihrer Version und behauptete, sie habe sich von Lucio verabschiedet, bevor sie zur Arbeit ging, und er lebte noch. Sie habe weder damals noch heute geglaubt, was sich hinter den Mauern des Gerichtsgebäudes abgespielt habe. Sie gab auch an, dass sie keine Gelegenheit gehabt habe, sich angemessen von ihrem Sohn zu verabschieden. Sie erklärte auch, dass sie es nicht für angemessen hielt, ihren Sohn vor Menschen zu betrauern, die weder sie noch Lucio kannten. Trotz allem, was ihrem Kind widerfahren war, insbesondere durch ihre eigene Schuld, hielt sich Magdalena für eine vorbildliche Mutter. Sie habe alles getan, um ihm ein normales und glückliches Leben zu ermöglichen. Lucio habe gerne bei ihr gelebt, weil sie ihm das Gefühl gegeben habe, zu Hause zu sein. Die Angeklagte berichtete unter anderem von einem Gespräch zwischen ihr und ihrem Sohn, das in Erwartung der bevorstehenden Trennung stattfand. Lucio sollte wie zuvor vereinbart mit seinem leiblichen Vater verreisen. Nach ihrer Aussage wollte der Junge einfach nicht. Er habe sich nicht einmal für ein paar Tage von ihr trennen wollen. Wie man sich vorstellen kann, waren solche Aussagen kaum zu überprüfen. Gleichzeitig klangen sie, wie die anderen auch, eher zweifelhaft. Laut Magdalena hat sie ihren Sohn nie daran gehindert, mit seinen Verwandten väterlicherseits zu kommunizieren. Angeblich konnten sie ihn bei ihren seltenen Besuchen in Santa Rosa immer erreichen. In Wirklichkeit hätten sie es nicht getan, weil sie kein Interesse daran gehabt hätten. Lucios Großeltern erzählten übrigens eine völlig gegenteilige Version und sagten, Magdalena und Abigail hätten ihnen verboten, das Kind persönlich zu sehen. Sie hätten sogar eine Gebühr verlangt, um mit dem Jungen über eine Videoverbindung sprechen zu können. Als Beweis für dieses Verhalten der Angeklagten legten die Verwandten von Lucio mehrere Quittungen über Geldüberweisungen auf das Konto von Magdalena vor. Die Überweisungsdaten stimmten in der Regel mit den Anrufdaten überein. Mit ihren letzten Worten erklärte Magdalena, dass sie ihre Rolle als Mutter im Leben von Lucio nie aufgegeben habe. Genau das sei ihr übrigens in der mündlichen Verhandlung vorgeworfen worden. In recht aggressiver Weise warf sie dem Gericht vor, dass seine Vertreter immer wieder ihre Weigerung, das Sorgerecht für das Kind abzugeben, zur Sprache gebracht hätten. Gleichzeitig räumte sie ein, dass sie als Mutter Fehler gemacht habe. Seltsamerweise empfand sie diese Vorwürfe als ungerecht. Außerdem bestand sie darauf, dass die Verantwortung für den Tod des Kindes auch dem Vater hätte zugeschrieben werden müssen. Den Richtern und fast allen Anwesenden kam es seltsam vor, dass sie in ihren letzten Worten so unbedeutende Dinge hervorhob, ohne der Erklärung, warum Lucio so schwere Verletzungen erlitten hatte, die geringste Aufmerksamkeit zu schenken. All dies deutete darauf hin, dass Magdalena nicht über den Verlust ihres Sohnes trauerte. Als Beweis für dieses Argument wurden die Ergebnisse der psychologischen Untersuchung der Angeklagten vorgelegt.
Nach Aussagen der Gutachter zeigten beide Frauen ausgeprägte Züge eines perversen Charakters, das Fehlen von Schuldgefühlen und Reue sowie einen völligen Mangel an Einfühlungsvermögen. Darüber hinaus zeigten sie eine deutliche Abneigung gegenüber dem männlichen Geschlecht. Es war auch kein Geheimnis, dass sie die Anwesenheit eines Kindes als Hindernis für ihre Beziehung betrachteten. Offenbar war dies der Grund dafür, dass sie sich des Jungen auf brutalste Weise entledigten. Bei der letzten Anhörung zum Tod von Lucio Dupuy wurden seine herzzerreißenden Zeichnungen gezeigt. Der kleine Junge zeichnete sehr viel, meist im Kindergarten. In seinen Zeichnungen stellte er oft Menschen mit Verstümmelungen und Traumata dar, seien es fehlende Beine, Arme oder Augen. Dies beweist einmal mehr, dass Lucio ein zurückgezogenes und leidendes Kind war. Er sprach mit niemandem darüber, sondern versuchte, durch seine Zeichnungen die Aufmerksamkeit der Betreuer auf sich zu ziehen. Auf diese Weise bat er die Menschen in seiner Umgebung um Hilfe, doch wie wir bereits wissen, reagierten sie in keiner Weise auf diese Signale. Die Experten waren der Ansicht, dass die von dem Jungen dargestellten Personen ohne Augen zum Ausdruck brachten, dass er bestimmte Dinge, die sich im Haus seiner Mutter und ihrer Lebensgefährtin abspielten, nicht sehen wollte. Die Zeichnungen mit fehlenden Gliedmaßen symbolisierten Aggressionen, die sich direkt gegen das Kind selbst richteten. Im Übrigen ist die Frage, ob die Betreuer von Lucio zur Verantwortung gezogen werden sollen, bis heute offen. Bei der Urteilsverkündung erklärten die Angeklagten erneut, nicht im Gerichtssaal anwesend sein zu wollen. Auch die Anwälte von Magdalena und Abigail erschienen nicht. Die Verwandten von Lucio väterlicherseits verfolgten den Schuldspruch aus verschiedenen Gründen über eine Videoverbindung. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Generalstaatsanwalt forderten das Gericht auf, Magdalena und ihre Lebensgefährtin zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Die Verteidigung beantragte jedoch weiterhin die Anklage auf vorsätzlichen Mord umzudeuten. Der Strafrahmen für ein solches Delikt sieht eine Freiheitsstrafe von 3 bis 6 Jahren vor. Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung war Magdalena erst 26 Jahre alt. Gleichzeitig wurde sie als Täterin und Verantwortliche für den Mord an ihrem Sohn anerkannt. Abigail war etwas älter. Sie war 28 Jahre alt und wurde ebenfalls als Täterin und Verantwortliche für das, was Lucio zugestoßen war, verurteilt. Zusätzlich wurden die beiden Frauen wegen eines Vergehens gegen die sexuelle Integrität eines Minderjährigen angeklagt. Erschwerend kam hinzu, dass sich das Opfer dem Missbrauch nicht entziehen konnte, da er von seinem Vormund begangen wurde. Am 17. Februar 2023 wurde endlich das Urteil verkündet, auf das die gesamte argentinische Gesellschaft gewartet hatte. Magdalena Esposito Valenti und Abigail Baez wurden von einem Gericht in Santa Rosa wegen Mordes an einem Minderjährigen in der Provinz La Pampa im November 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt. Nur wenige Minuten dauerte es, bis das Urteil verkündet wurde. Magdalena und Abigail, die 500 Kilometer vom Gerichtsgebäude entfernt waren, wollten die Live-Übertragung der Anhörung, die über ihr Schicksal entscheiden sollte, nicht sehen. Bei der Urteilsverkündung selbst bezog sich das Gericht in erster Linie auf den Artikel 52, der besagt, dass die Verurteilten nicht um Bewährung bitten können. Das bedeutet, dass die Kriminellen, die Lucio umgebracht haben, unter keinen Umständen je wieder frei sein werden. Trotz dieses harten Urteils wollen es Lucios Verwandte väterlicherseits nicht dabei belassen. Sie wollen bei der UNO oder der Interamerikanischen Menschenrechtskommission Beschwerde gegen die Provinzverwaltung von La Pampa einreichen. Sie wollen eine Reihe von Mitarbeitern verschiedener Behörden der Fahrlässigkeit beschuldigen. Unter anderem wollen sie die Ärzte verklagen, die das Kind wiederholt behandelt haben, weil sie auf die offensichtlichen Anzeichen des Missbrauchs nicht reagiert hatten. In solchen Fällen wird in der Regel das Protokoll für Fälle körperlicher Gewalt gegen Kinder verwendet. Wenig später wurde in Argentinien ein neues Gesetz zur Verhinderung von Aggressionen gegen Kinder und Jugendliche verabschiedet. Dieses Gesetz wurde Lucio's Law genannt. Es unterstreicht die Verpflichtung verschiedener Stellen, Verletzungen der Rechte von Minderjährigen und bestehenden Drohungen ihres Lebens zu melden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.